Ahoi! Es ist der 28. Juni. Heute vor 51 Jahren fanden die Stonewall Riots, also die Stonewall Aufstände, statt. Für diejenigen, die das nicht wissen, das war der Beginn zur Befreiung der LGBTQ+ Bewegung. Es sind mittlerweile sehr viele Buchstaben dazugekommen seit diesem Zeitpunkt vor 51 Jahren. Und das bedeutet, wir sind im Pride Month. Juni ist traditionell der Monat, an dem die Community diesem Ereignis gedenkt und in dem sie ihre Fahnen stolz in der Welt präsentiert und auch auf Dinge hinweist, die noch nicht so gut laufen. Jetzt werde ich oder auch andere Mitglieder der Queer Community gern einmal gefragt, Gay Pride, was soll das? Warum, wie kann man denn stolz sein, schwul zu sein oder stolz darauf, lesbisch oder trans, das ist nicht der Punkt. Also natürlich bin jetzt ich nicht stolz darauf, bisexuell zu sein. Das habe ich mir nicht ausgesucht, damit bin ich geboren. Das ist genauso idiotisch, als wäre jemand stolz darauf, weiß zu sein oder als wäre jemand stolz darauf, aus Deutschland zu kommen. Da kann man nichts für. Das ist einfach so passiert. Das sind Gene, das sind Zufälle bei der Geburt, die das auslösen, wer man ist. Das heißt, Stolz geht nicht darum, wie man ist oder wer man ist, sondern stolz kann man darauf sein, wie man zu dem geworden ist, der man ist. Und die Community ist stolz darauf, dass sie seit, ja, mittlerweile 5 Jahrzehnten kämpfen gegen Diskriminierung und gegen Ausschließung. Sie klären auf und sie verteidigen ihr Weltbild oder auch ihre Art zu leben in einer bis heute noch heteronormativen Welt. Und ich denke, dafür haben sie Grund genug, stolz zu sein. Stolz gilt auch als Gegenteil von Scham und Schande. Und leider leben auch heute noch sehr viele Menschen, die eben nicht dem heteronormativen Weltbild entsprechen, in dieser Scham, in dieser Schande. Es gibt viele Leute, die auch heute noch Angst haben, sich zum Beispiel vor den Eltern zu outen, die nicht, naja, nicht offen damit umgehen können, die zum Beispiel als Paar durch die Öffentlichkeit laufen, aber sie trauen sich nicht, Händchen zu halten, weil was denken wohl die anderen? Das kann durchaus passieren. Und der Pride Month ist genau dafür da, um zu zeigen, hey, ihr seid nicht allein und es ist völlig normal, es ist völlig okay, nicht so zu sein wie vielleicht der Großteil der Bevölkerung. Und natürlich gibt es auch noch heute Probleme. Probleme, die angesprochen werden müssen. Probleme, die auch mir in meinem Leben begegnet sind. Und das fängt bei den kleinsten Sachen an. Also ich werde zum Beispiel immer noch häufig im Scherz, das gebe ich zu, aber trotzdem werde ich gefragt, hey, wer ist in eurer Beziehung eigentlich die Frau? Ha. Ja, geil. Wollte ich dich auch gerade fragen. Also das sind Sprüche, die sind als Spaß gemeint. Das verstehe ich auch. Aber irgendwo tun sie weh. Irgendwo stört es mich. Mittlerweile steht man drüber, aber es kommt immer noch. Die nächste Stufe, und das erleben leider noch sehr viele Leute von LGBTQ+, ich muss immer wieder überlegen, ist Mobbing. Gerade beim Heranwachsen in der Schule oder auch im Studium kann es häufig passieren, dass man ausgeschlossen wird, dass man dieses Gefühl, anders zu sein, auf eine sehr negative Art und Weise verstärkt bekommt, indem andere ganz klar sagen, du bist anders, du gehörst nicht dazu. Und ich denke, auch das ist etwas, wo die Community sich stark dagegen stellt, wo sich viele Stellen gegründet haben, viele Vereine, viele Bürgerinitiativen, die ganz klar zur Aufklärung beitragen wollen, um schon Kindern und Jugendlichen nahezulegen, es ist okay, Männer zu lieben, Frauen zu lieben. Es ist okay, ein Mann zu sein, biologisch, aber sich als Frau zu fühlen. Das ist vollkommen normal. Und ich denke, diese Aufklärungsarbeit ist etwas, und jetzt kommt wieder das Wort, worauf man stolz sein kann. In anderen Ländern dieser Welt gilt Homosexualität, Bisexualität oder auch Trans als Straftat. Das heißt, man kann dafür ins Gefängnis kommen. Man kann dafür mit Geldstrafe belangt werden. Es gibt Länder auf dieser Welt, da wird Homosexualität mit dem Tod geahndet. Und das ist etwas, wo wir alle international beitragen können,
dieses Problem zu beseitigen. Ich denke, das ist wirklich eines der größten Probleme, die wir auf diesem Erdball haben. Und der Kampf dagegen, der Kampf für das Menschenrecht, das Mensch auf Leben, für die Würde, egal wer ich bin und egal wen ich liebe und egal wen ich begehre, ich denke, diesen Kampf müssen wir alle zusammen weitertragen, denn er ist noch lange nicht gewonnen, nach so vielen Jahrzehnten. Und bei diesen Ländern oder bei diesen Straftaten, die ich gerade genannt habe, denken natürlich jetzt viele sehr weit in die Ferne. Wir müssen gar nicht so weit in die Ferne schauen. Aktuell in Polen findet ein Gerichtsprozess statt, der Staat Polen gegen ein sehr bekanntes Möbelhaus, sagen wir es einmal so. Dort wurde ein Mitarbeiter entlassen, weil er im internen Mailverkehr Hasstiraden gegen Schwule und gegen Transmenschen geäußert hat. Und dieser Mann klagt jetzt gegen dieses Möbelhaus, weil er sich in seiner Religionsfreiheit verletzt fühlt und es sieht nach aktuellem Bestand tatsächlich so aus, als könnte er diesen Prozess gewinnen. Das heißt, er verbreitet Hass gegen andere Menschen, die nicht seinem Weltbild entsprechen und wird dafür auch noch belohnt. Und Polen ist nicht weit. Das muss man sich leider vor Augen führen. In Deutschland würde es sowas, glaube ich, nicht geben. Jedenfalls nicht in der juristischen Konsequenz. Aber auch in Deutschland gibt es immer noch Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auf Arbeit, die, naja, sich hinter deinem Rücken das Maul zerreißen. Kann passieren. Aber hier können wir dafür einstehen, dass das nicht weiter passiert. Und ihr seht jetzt schon diese wunderschöne bunte Fahne. Wir haben leider noch nicht das neueste Modell oder beziehungsweise ein sehr aktuelles Modell. Es gibt jetzt eine Fahne mit mehr Streifen. Und zwar kommen zu diesen Streifen noch ein brauner Streifen und ein schwarzer Streifen hinzu. Denn die Community solidarisiert sich mit der Bewegung Black Lives Matter. Denn kein Mensch verdient es, diskriminiert zu werden. Egal, ob es aus seinem Geschlecht herrührt, ob es um seine Hautfarbe geht, seine Vorlieben, ob er klein, dick, dünn, groß, was auch immer ist. Diskriminierung soll nicht stattfinden. Diskriminierung ist ein großes Übel auf dieser Welt, wogegen wir kämpfen. Auch wir als Piraten. Wir stehen zur LGBTQ-Community. Wir unterstützen den Christopher Street Day. Leider konnten wir dieses Jahr keinen Stand aufbauen aufgrund der Corona-Situation, aber wir sind dabei und wir zeigen, es ist okay, wie ihr seid. Wir sind okay, wie wir sind. Und so und nur so können wir miteinander leben. Und das ist der Piraten-Spirit. Danke.